Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Rival Stars. Oh, und bevor ich hier starte, muss ich mal ganz kurz meinen WhatsApp-Sound stumm schalten. So, ich habe nämlich am PC mal WhatsApp-Weblauf. Ich liebe das einfach nur, dass ich nicht übers Handy tippen muss, wenn ich am PC sitze. Oh Gott, mein Arm kribbelt. Ich habe, glaube ich, meine Uhr zu fest gemacht. Und ja, deswegen habe ich das nämlich immer am PC laufen. Und es tut mir leid, ich habe es in letzter Zeit ziemlich oft vergessen auszustellen. Da kommt halt immer dieses typische Dumm-Geräusch halt in der Folge. So. Wir gucken jetzt gerade erstmal noch wegen unserem Foli, ob wir das... ja, Cupcake gucken wir natürlich auch gleich. Ob wir das noch füttern können. Haben wir noch genügend Futter? Haben wir, das ist sehr schön. Ich finde das einfach so putzig. Dem würde das rosane Set bestimmt auch gut stehen. Ja, doch, könnte ich mir sehr gut vorstellen, muss ich sagen. So, also dann. Wir gucken mal ganz kurz auf den Markt. Was haben wir da Schönes? Nichts, was ich jetzt dringend bräuchte. Slow Seeker. Also hier die Bugskins, die liebe ich ja total. Ach. Ob ich da vielleicht doch mal eins besser gezüchtet bekomme? So, und jetzt schauen wir erstmal nach unserem neuen Foli von Cupcake Revenge, die Wunschzucht, die ich jetzt auch schon ein paar Mal gelesen hatte. Oha! Da ist aber ein wunderhübsches Fohlen bei rausgekommen. Und es ist sogar Stufe 6 geworden. Vielleicht können wir vielleicht mal noch gucken, dass wir dann noch ein besseres draus züchten. Oh, wow! Guck mal, wie süß sie ist! Oh nein! Die würde ich aber eigentlich auch ganz gerne noch ein bisschen verbessern. Obwohl das eigentlich nichts... eigentlich macht das keinen Sinn. Unser anderes ist ja 7. Weil ich möchte dann versuchen, dass ich 7 ein bisschen besser noch gezüchtet kriege. Ja, wir überspringen das, glaube ich. Cruel... Nein, der Name ist schrecklich. Floating Fire. Splash Shimmer. Lass mich mal ganz kurz hier gucken auf meinem Handy. Habe ich nicht übrigens ein lustiges Hintergrundbild? Ich gucke jetzt mal ganz kurz in die Kommentare rein. Das muss ja eine der letzten Rival Stars Folgen gewesen sein. Gott, 14 Uhr gleich schon wieder. Es ist eine Katastrophe. Genau, hier siehst du, die Natalia Mayfeld hat sich das gewünscht. Ich weiß, sie haben schlechte Stufen, aber kannst du Cupcake von Popcorn decken lassen? Hier, so, was hatten wir da gewesen? Oh, wo ist denn der Name? Schön, dass ihr da auch alle diesen Kopfklatsch-Moment gehabt habt, als ich Glitter verkauft habe, bevor ich sie fertig trainiert hatte. Das war echt so ein typischer Fall von mir. Ich weiß es nicht mehr, wo dieser Name gewesen ist. Der hat mir so gut gefallen. Aber ich finde es jetzt gerade nicht. Leute, das dauert ein bisschen zu lang dann. Biscuit finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Irgendwas mit Adventure wäre auch cool. Instant Knife. Wise Soup Case Cube. Owner's Wanderer, Phoenix Holiday. Phoenix Holiday ist auch toll. Das finde ich mega. Den Namen finde ich richtig toll. Und schaut, wie hübsch sie ist. Oh mein Gott. Ganz ehrlich, der fehlt jetzt nur so eine breite Blässe. Und nicht nur die Schnippe, die sie jetzt hat. Dann wäre sie... Oh mein Gott, ist sie wunderschön. Oh, die müssen wir... Haben wir noch irgendeinen schönen gescheckten Hengst gerade? Von Heartbeep könnten wir sie decken lassen. Da hätten wir auch nochmal die Möglichkeit. Gut, dann haben wir auch wieder so mehr oder weniger Inzucht über ein paar Ecken. Aber dann hätten wir auch nochmal die Chance auf ein Stufe 7er Fohlen daraus. So. Ach nee, es ist ja eine Stute, verdammt. Kriege ich das eigentlich jemals auf die Kette, was bei mir Stuten und Hengste sind? Aber sie ist ja wohl mal wunderschön, oder? Aber ich kann sie ja schlecht von ihrem Papa decken lassen. Außerdem haben wir dann wieder das gleiche Problem. Aber wir könnten die beiden natürlich nochmal miteinander verpaaren und gucken. Aber dann haben wir, boah, dann haben wir Bruder und Schwester. Ach Gott. Wird ja in der Pferdezucht gemacht. Durchaus. Also Inzucht in gewissem Maße ist in der Pferdezucht nicht unbedingt unnormal. Muss man schon so sagen. Äh.
Wir haben hier gerade, hier ist auch kein anderer Schecke bei, den wir nehmen könnten. Oh, Cupcake Revenge hat die ja die Mähne gewechselt. Wir machen das jetzt einfach nochmal. Guck mal, so ist sie auch ganz hübsch, ne? Oh Gott, oh Gott. Ja, und jetzt würde ich aber ganz gerne nochmal ein paar... Warte mal, können wir jetzt unser kleines Foli direkt schon wieder füttern? Haben wir schon wieder so viel Zeit? Ist schon wieder so viel Zeit rum? Wer hat an... Ah, das sieht schon süß aus, ne? Ganz neue Fellfarben hier. Ah. Dann kann ich halt hier so völlig baity mache ich sie aufs Thumbnail. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Aber ein bisschen veräppeln muss ja auch mal sein, ne? So, jetzt lass uns mal ganz kurz gucken, ob wir das Fohlen mit dem schrecklichen Namen... Ja, können wir schon wieder füttern. Guck mal, dann haben wir hier schon mal einen Vierer-Bonus. Das nächste Futter haben wir auch. Ja, Halali, was ist denn da los? Halali und hallo! Gilder. Wollen wir es mal versuchen? Wir versuchen das jetzt einfach mal. Mit Infinity Glitter. Guck mal hier, die haben die gleiche Quote. Sie mag eigentlich eher eine etwas längere Distanz lieber. Aber ich versuche es jetzt einfach mal und ich setze Kacken 3. Setze ich alles auf Sieg. Ich gehe jetzt hier einfach mal mit völligem Größenwahnsinn in das Rennen rein. So war meine Schulterlöcher hat jetzt nicht mehr. Jetzt liegen die Haare drüber. Oh Mann, Leute. Heute ist übrigens Übergabe in meiner... Nee, war schon am Freitag. Ich weiß gar nicht, wann die Folge kommt. So, Startbox 6. Freitag war Übergabe in meiner neuen Wohnung. Da sind die vorherigen Besitzer ausgezogen. Ehemalige Schulfreundin von mir. Und ja, jetzt kann ich mich langsam aber sicher da einquartieren. Und mal schauen, was dabei dann alles so rumkommt. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt und da bekommt ihr dann auch definitiv eine Roomtour von. Das kann ich euch hochanteilig versprechen. Vielleicht auch schon mal so ein paar Renovierungsvideos oder sowas oder Möbelaufbauvideos. Mal schauen. So, das hat allerdings auf Simply Cuddy. Kurz Werbung in eigener Sache. Vielleicht kennt ihr ihn noch nicht. Ich habe ja auch noch einen Vlog-Kanal, Simply Cuddy. Kommt momentan weniger. Das Problem ist einfach, dass mein PC so schlecht ist, dass er sich permanent aufhängt, wenn ich Real-Life-Videos schneiden möchte. Weil die halt aufwendiger sind. Die haben mehr Pixel, ne? Die Grafik ist besser und so. Nein, es klingt jetzt albern, aber es ist halt tatsächlich so. Oh, da habe ich jetzt... Ich habe verpennt. Platz 4, schade. Da habe ich jetzt mehr Geld gezahlt, als ich rausbekommen habe. Aber Infinity Glitter hat ihr erstes Level Up. Und sie ist so hübsch, sie ist so hübsch. Was wollte ich denn jetzt sagen? Jetzt weiß ich es nicht mehr. Ach ja, genau. Weil mein PC hängt sich da permanent auf, weil er halt wirklich... Es ist halt, ich nehme ja mit dem Handy in 4K auf. Und das Problem ist dann, dass es sich ständig aufhängt. Weil... das einfach unheimlich viel zu berechnen hat in dem Moment. Und deswegen schneide ich momentan so unheimlich wenig Vlogs, obwohl ich eigentlich tierisch Bock drauf hätte. Aber es funktioniert halt nicht wirklich. Und das ärgert mich so. Weil ich würde total gerne mal wieder mehr Vlogs schneiden. Wisst ihr was? Wir heuern nochmal einen Jockey an und gucken uns das Rennen an. Ich würde total gerne mal wieder mehr Vlogs schneiden, aber momentan... Ich habe auch immer noch die Urlaubsvlogs. Ich will immer noch die Urlaubsvlogs schneiden. 2 oder 3 Stück kommen noch. Und es funktioniert einfach nicht. Und ich könnte im Strahl. Ne? So, jetzt habe ich gar nicht aufgepasst. Was haben wir denn für eine Box? 2 hatten. Ne, 9 hatten wir. Die andere 2. Boost Blueprint ist auch irgendwie ein cooler Name. Oder wird sie zurückgehalten hier? Die Infinity, das Streifenhörnchen. Das ist ein bisschen schade hier bei dem Spiel, dass die Pferde manchmal so komische Streifen bekommen, so einen komischen Schattenwurf in den simulierten Rennen. Aber ich finde, ansonsten liebe ich die Grafik einfach nur tierisch. Ich wollte auch versuchen, wenn ich dann meinen neuen PC mir dann mal irgendwann leisten kann, wollte ich auch gucken, dass ich da auf einem virtuellen Laufwerk, so nennt man das, nochmal ein altes Windows installiert bekomme, dass ich auch die alten Spiele mal noch let's playen kann, die ich total gerne mal let's playen würde. Muss ich dann halt nur gucken, wie ich das mache mit OBS. Muss ich meinen Bruder mal fragen, der kennt sich mit sowas, mit 2 Systemen auf einem PC besser aus als ich. So, oder ich muss auf meinem aktuellen PC
weil ich ja alles fast austauschen werde, muss ich dann Das war nicht gut. Das war gar nicht gut. Es war ja noch schlechter als ich. Oder ich muss dann da Windows XP oder so irgendwas installieren und dann darauf die alten Spiele aufnehmen. Da, 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 da. Aber sie hat schon wieder ein Level abbekommen. Immerhin, das ist doch auch schon mal was wert, oder? So. Jetzt habe ich noch gar nicht geguckt. Also sie ist sprintstark und ist relativ flott. Beschleunigung hat zum letzten ein bisschen zu wünschen übrig. Was hat sie denn jetzt überhaupt? Was hat sie für Präferenzen? Das weiß ich nämlich gerade nicht. Mittel und Mitte. Und 2200, okay. Oder ist auch Present Popcorn drin und Heartbeat. Interessante Mische. Ah, sie ist so hübsch. Sie ist so hübsch. Sie ist einfach so wunderschön. So, Auszahlung holen wir noch eben fix ab. Dann gucken wir, ob wir unseren Nachwuchs nochmal füttern können. So, ab zu den Fohlenboxen. Falsche Richtung. Da müssen wir hin besuchen. Hast du Hunger? Ja, hat sie. So. Aber ihr Lieben, das war's dann jetzt auch. Ich verabschiede mich für heute von euch, bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns, wenn ihr mögt, beim nächsten Mal wieder. Ich würde mich natürlich wie immer über einen Kommentar und einen Daumen nach oben freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Gerne natürlich auch über ein kostenloses Abo und wenn ihr die Glocke aktiviert, verpasst ihr keine künftigen Videos mehr auf dem Kanal. Lohnt sich also für euch, wenn ihr einiges verfolgt und dann macht's gut. Bis dahin. Tschüss. Thank you.